Ja, liebe Frau Hess, Sie haben jetzt einen ganz wunderbaren Boden, um Ihren Vortrag zu halten. Ich bin auch sehr gespannt darauf. Meine Aufgabe ist jetzt, Frau Professor Sabine Hess vorzustellen. Sie lehrt Kulturanthropologie und europäische Ethnologie an der Universität Göttingen. Zuvor hat sie an der LMU München und der Humboldt-Universität Berlin geforscht. Studiert hat sie in Frankfurt am Main und in Tübingen. Ihre Arbeitsgebiete sind Migrations- und Grenzregimeforschung, ferner Transnationalisierungs- und Europäisierungsforschung und auch Transformationsforschung und Osteuropa, Arbeits- und Care-Forschung sowie Gender- und Governmentalitätsstudien. Sie ist unter anderem Co-Sprecherin des Promotionsprogramms Migrationsgesellschaftliche Grenzformationen der Universitäten Oldenburg und Osnabrück. Sie ist Leiterin des Forschungsprojekts D und Restabilisierungen des europäischen Grenzregimes, ethnografische Erkundungen aktueller Lösungsprozesse und Co-Leiterin des Forschungsprojekts Gender, Flucht, Aufnahmepolitiken, Prozesse vergeschlechtlichter In- und Exklusionen in Niedersachsen. Zu ihren Büchern zählen unter anderem die zusammen mit Bernd Kasparek herausgegebenen Bände Grenzregime, Diskurse, Praktiken, Institutionen in Europa und Grenzregime 3, der lange Sommer der Migration. Neben ihren wissenschaftlichen Publikationstätigkeit thematisiert Sabine Hess die Themen Flucht und Migration auch regelmäßig in den Medien. Der Titel des Vortrags ist Nach 2015 Konturen des neuen Grenzregimes in Europa. Und auch dieser Vortrag wird kommentiert werden von meiner geschätzten Kollegin Kirsten Kramer von den Literaturwissenschaften. Sie forscht zu Wahrnehmungstheorien, Literatur und Globalisierung und ihre Spezialisierung liegt auf der französischen und französischen Literatur. Ich kenne wenig Menschen, die so viele Sprachen so perfekt beherrschen würden. Noch einige Titel, die gut in diesen Rahmen passen. Theatralität und Räumlichkeit, Weltnetzwerke, Weltspiele und Praktiken des Raums. Aber zuerst kommt Frau Sabine Hess zu Wort. Bitte schön. Ja, herzlichen schönen Nachmittag. Zu vorgerückter Stunde ist das jetzt noch meine Aufgabe, Sie noch ein bisschen bei, die letzten Energien aus Ihnen zu behalten. Ich war eigentlich sehr unglücklich über die Umstellung, aber jetzt muss ich sagen, freue ich mich doch nach Herrn Brok doch noch mal einen Realitätscheck aus wissenschaftlicher Perspektive Ihnen liefern zu können. Ich habe in der Tat auch ein paar Bilder mitgebracht aus meinen letzten Forschungen oder von Kolleginnen, von daher ist es jetzt auch ein bisschen möchte ich Sie entführen mit mir an die europäischen Außengrenzen sozusagen als Gegenrede zu Herrn Brok zu verstehen. Leider ist er ja schon entschwunden, so ist es öfters mit den Politikern. Von daher bin ich auch sehr dankbar über den Vortrag meiner Kollegin Julia Schulze-Wessel, die hat so wunderbar hätte ich das gar nicht machen können, sie sozusagen mitgenommen in die Border Studies und in die doch sehr weitgehend konsensual geteilten Vorstellungen und Konzepte, wie heutzutage vor allem auch über die europäisierte Grenze nachgedacht wird. Ich würde gerne darauf aufbauen und wenn ich sie ab und zu sozusagen redundant werde, weil ich doch noch mal auf diese Konzepte zu sprechen kommen, so entschuldigen Sie mein Vorgehen. Europa und seine Grenzen verfolgen wir im
Netzwerk für kritische Migration- und Grenzregimeforschung, das wurde gerade noch nicht in der Vorstellung genannt, aber ist für mich ein sehr wichtiger Ort, in dem wir seit den letzten 10 Jahren interdisziplinär, gemeinsam, kollaborativ über die europäischen Außengrenzen und weit darüber hinaus nachdenken und forschen, sowie auch im gleichnamigen Labor in Göttingen. Und diese europäischen, europäisierten Außengrenzen, wie gesagt, verfolgen wir seit den letzten 10, 15 Jahren. Und in der Tat motivieren uns unsere jüngsten Forschungen entlang der südeuropäischen Außengrenzen auf dem Balkan, wie auch im Rahmen des EU-Projekts Respond, was auch noch nicht genannt wurde, mit 14 Partnern aus 11 europäischen und außereuropäischen Ländern dazu, diesen Konnex Europa und seine Grenzen ganz im Sinne meines geschätzten Kollegen Sandro Mesatra, der neben Etienne Balibase sicherlich eine ähnliche Figur darstellt in den internationalen Border Studies und das Paradigma ausgegeben hat von Border as Method, von der Grenze aus sozusagen Gesellschaftstheorie und Analyse zu betreiben. Europa, EU-Europa, um genau zu sein, erfindet sich gerade, so unsere These, von seinen Grenzen her neu. Von hier aus, von den Vorgängen in seinen Grenzräumen, die vom Senegal nach Bielefeld reichen, können wir die Neukonstitution dieses EU-Europas, insbesondere europäischer Bürgerschaft, wie durch ein Brennglas als höchst konfliktiven Prozess mit zahlreichen neuen einschneidenden Verwerfungen beobachten. Und um das Ende vorwegzunehmen, aber ich denke, hier trage ich Eulen nach Athen, das wurde hinlänglich letztendlich jetzt schon auch durch den Vortrag als auch jetzt durch die Podiumsdiskussion klar, das, was wir sehen und beschreiben können, ist im demokratischen Sinne höchst besorgniserregend. Dabei scheinen die Tage und Monate aus den Jahren 2015 und 2016 fast wie vergessen, als sich quer durch Europa eine Zivilgesellschaft, national als auch transnational, in einem bislang unbekannten Ausmaß für eine weltoffene Gesellschaft engagierte und damit Visionen von einem postnationalen, offenen Europa in die Tat umsetzte. Ich würde sagen, wir waren schon viel weiter als gerade. Wir, die wir noch vor Ort forschen können, wissen, dass bis heute immer noch und immer wieder vielerorts, ob in Deutschland, in Bosnien, in Bulgarien, auf den griechischen Inseln oder im zentralen Mittelmeer, wie auch mittlerweile in Libyen, dem Tschad oder in Mali, transnationale und zivilgesellschaftliche Gruppen und Dutzende Einzelmenschen sehr mutig für eine würdevolle Reise und Aufnahme sich einsetzen. Zu immer schwierigeren Bedingungen letztendlich, das ist hervorzuheben. Denn nicht nur in Deutschland geraten sie immer stärker ins Fadenkreuz einer Politik, die verstärkt als nationale Kraftanstrengung die geordnete Rückführung betreibt. Die Seehofer und jüngste BAMF-Kampagne gegen die bundesdeutschen Flüchtlingsräte findet ihre Entsprechung in Italien, wo Lebensrettung zum Straftatbestand erklärt wurde und wo Bootsflüchtlinge wie letzte Woche umkodiert werden zu Piraten. Oder ihre Entsprechung in Griechenland, in dem linkspopulistischen Griechenland, wo Seashore Rescue Teams als Schlepper angeklagt sind. Leute, die sozusagen andere Leute vor dem Ertrinken, vor den Küsten retten. Auch politisch sind die Tage längst vorbei, als Kanzlerin Merkel allen Kritikerinnen ihrer an humanitären Gesichtspunkten trotz allem orientierten Politik der Nicht-Grenzschließung von 2015 noch entgegenhielt, dass, so eines ihrer Zitate, Abschottung im 21. Jahrhundert keine vernünftige Option ist. Was hat sie nur dazu doch zur neuen politischen Raison dieses Europas gemacht, diese Abschottung? Derzeit kommt mir immer wieder der Titel der feministischen Philosophin Rosi Braidotti für ihren Beitrag für unseren alten Band Projekt Migration in den Sinn. Hier erinnerte sie unter der Überschrift Europa lässt uns nicht träumen an die frühen Visionen der antifaschistischen und jüdischen Intellektuellen während und nach dem Zweiten Weltkrieg, die ein anderes, ein offenes Europa ohne Grenzen imaginierten. Als Antwort auf die europäische Erfahrung von Gewalt und Krieg, Nationalismus und Rassismus und Totalitarismus, die wir heute auch ja sehr schön und eindrücklich ausgeführt bekamen von Herrn Langewiesche. 2015 war für viele in der Tat wie ein Traum.
zumindest für diejenigen Hunderttausenden Flüchtenden, die es über die verschiedenen Grenzlayers hinweg bis nach Westeuropa schafften, trotz all der Strapazen und des Leids, sowie auch für viele alteingesessene Bürgerinnen Europas, die mit ihren Autos den Flüchtenden entgegenfuhren. Und wenn heute die EU-Kommission in einer Presseerklärung aus letzter Woche es als großen Erfolg vermeldet, dass es ihr gelungen ist, so Zitat, in Reaktion auf die schwerste Flüchtlingskrise seit dem Zweiten Weltkrieg einen entscheidenden Durchbruch in den Bereichen Migrationssteuerung und Grenzschutz zu erzielen und den Durchbruch darin bemisst, dass, wieder Zitat, dank der EU die Zahl der irregulären Einreisen auf das niedrigste Niveau seit 5 Jahren gesunken ist. Und wenn sie dies dann noch als Einsatz zur Rettung von Menschenleben, wie Elmar Brock es ausführte, ausgibt, dann handelt es sich hierbei um eine eigentlich wirklich unglaubliche diskursive Operation. Um eine Verbrämung von Abschottung im Gewande des Humanitarismus, die für viele Flüchtenden eher zum Albtraum wird. Zumindest für all diejenigen, die unter den prekärsten Bedingungen in den verschiedenen aufgebauten Grenzräumen des EU-europäischen Grenzregimes im militarisierten Sahel, unterstützt von französischen und deutschen Armee, den libyschen Lagern, im bosnischen Niemandsland oder in den griechischen Hotspots sich befinden. Denn an den Gründen für Flucht und Migration hat sich seit 2015 ja nicht so viel geändert. Verändert hat sich aber die politische Haltung hierzu. Europa lässt uns in der Tat gerade nicht wirklich träumen. Derzeit schaut es eher danach aus, als sei das viele Europaforschung bestimmenden, nahezu teleologisch lineare Fortschrittsdenken einer sich stetig zunehmend integrierenden und erweiternden Europäischen Union, wie wir es noch vor kurzem hatten, zu einem jähen Halt gekommen. Und die Entwicklung scheint sich eher als Rollback, als rückschrittlich interpretieren zu lassen. Nicht nur angesichts einer steigenden Zahl antieuropäischer, autoritär und rechtspopulistischer Parteien im EU-Parlament, die dort und durch die nationalen Regierungen EU-Politik gestalten oder vielmehr blockieren, wie eben die Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems, wo seit 4 Jahren nichts wirklich weitergeht, außer Verschärfungen und die Aufrüstung von Frontex nun zur gemeinsamen europäischen Agentur für Grenz- und Küstenwache mit einer angezielten Stammtruppe von 10.000 Grenzschützern. Auch zahlreiche andere Studien, wie etwa das Centers for European Policy Studies, CEPS, zeichnen im Jahr 4 nach der sogenannten Flüchtlingskrise, die eher in der Tat als eine migrationspolitische Krise bezeichnet werden sollte, ein sehr düsteres Bild. Insbesondere hinsichtlich grundlegender Menschenrechtsnormen und zentraler Rechtsstaatsprinzipien, wie sie in der Europäischen Grundrechtscharta und anderen internationalen Abkommen eigentlich verbrieftes Recht darstellen. So halten die Forscherinnen von CEPS fest, dass die spezifische Art der krisengeleiteten Politikgestaltung nach 2015 einen Politikstil hervorgebracht hat, welcher, Zitat, makes use of rapid, informal and flexible policy instruments, legislative proposals which often are at odds with democratic rule of law and fundamental rights. Dabei geht es den meisten Maßnahmen darum, den Zugang zum europäischen respektive nationalen Territorium sowie zu existierenden Asyl- und Schutzsystemen zu blockieren, was begleitet ist und nur implementiert werden kann durch ein Zitat Multiplicity of illegal and illiberal practices circumventing legal norms. Herausgekommen ist den Forscherinnen von CEPS zufolge dann auch eine rechtlich höchst fragmentierte europäische Landschaft von, Zitat, extended zones of hold-up, push-back and violence. Auch unsere Forschung entlang der südeuropäischen Außengrenze sowie die nationalen Länderberichte im Kontext unseres EU-Projekts über die letzten 7 Jahre nationale Grenz- und Migrationskontrollpolitiken einzelner europäischer Länder decken sich mit dieser Analyse. Die unter der Kodierung der Situation als Krise und Notfall möglich gewordenen exzeptionellen Maßnahmen zur Rückerlangung der Kontrolle über die Bewegungen der Migration haben vor allem eine menschenrechtliche Krise in Europa hervorgerufen, mit offener Flanke zu autoritären, antidemokratischen und protofaschistischen Kräften und Tendenzen nicht nur in Ungarn, Polen, Griechenland
und auch Deutschland. Die Debatte um die Unterzeichnung des Global Compacts on Migration letzten Dezember mit zum Teil sehr schrillen, schmähenden Tönen gegenüber dort aufgeführten Rechtsstandards war ein Lehrstück meiner Meinung nach dieser Diskursverschiebung. Lassen Sie mich in diesem Sinne noch einmal dem Motto folgen, das Projekt Europa und die Konstitution Europas von seinen Grenzen her zu analysieren, ganz kurz rekapitulieren, wie das Prä-2015 Grenzregime konstituiert war, um im zweiten Schritt dann die zentralen Dynamiken sehr thesenhaft und auch zugespitzt vorzustellen, wie wir das Post-2015 Grenzregime gerade versuchen zu fassen. Dabei stellen die Ereignisse von 2015 sowie die daraufhin eingeschlagenen Restabilisierungsversuche nicht nur hinsichtlich ihrer Effekte auf die Realitäten der Migration und des Projekts Europas eine deutliche, meiner Meinung nach, Zäsur dar. Aber darüber können wir ja gerne und hoffentlich dann auch streiten. Vielmehr fordern die neuen Entwicklungen auch dazu auf, unser analytisch und theoretisches Werkzeug der internationalen Border Studies letztendlich neu anzuschauen und neu zu fragen, wie die Entwicklungen konzeptuell gefasst werden können. Erlauben Sie mir daher deswegen einen ganz kleinen, schnellen Rückblick auf eine Rekapitulation, um davon dann auch abzugrenzen, was unserer Meinung nach sozusagen an den neuen Tendenzen auch in der Tat neu ist. Dabei haben die internationalen, vor allem die auch die europäische Grenzforschung meiner Meinung nach sehr konsensual folgende 5 Paradigmen in den letzten Jahren herausgearbeitet. Zum einen, wie auch jetzt schon öfters ausgeführt, das Prinzip, wie gesagt, der Remote Control, der Externalisierung, also dass die Grenze immer mehr aufgebläht, deterritorialisiert wurde zu Grenzräumen, die teilweise unsichtbar, teilweise sichtbar, nur noch situativ für manche Bevölkerungsgruppen sozusagen ausagiert wird und mittlerweile an den Botschaften an den Flughäfen im Senegal, in Kamerun oder im Kaukasus anfängt. Andererseits die zweite sehr, sehr konsensual geteilte Beschreibung oder Konzeptparadigma ist das der Versicherheitlichung. Das geht zurück bis an die Anfänge des Schengen-Prozesses, wo eben, wie wir auch von Emma Bruck gehört hatten, die Bedingung für die Durchsetzung des Binnenmarkts von Anfang an sozusagen damit verbunden war mit der Vorstellung, dass es eine starke, versicherheitlichte Außengrenze braucht oder ein Außengrenzregime braucht und eine starke, europäisierte Migrationskontrollpolitik. Und die Verknüpfung, Junktimierung von Migration mit organisierter Kriminalität zieht sich durch die Anfangsrunden, durch die Anfangstexte, Sidesharing letztendlich stark durch. Drittens, und das ist jetzt nicht mehr ganz so von vielen geteilt, wobei das meiner Meinung oder unserer Meinung nach vor allem der Traum in der letzten Kommission war, vor allem Cecilia Malmström hat er zentrale Pakete versucht durchzusetzen, weil der Traum und die Durchsetzung, dass Grenze immer stärker technologisiert, biometrisiert, digitalisiert, funktioniert, also unsichtbar wird und sozusagen dann nur höchst selektiv zugreift, wenn sie zugreifen soll. Dazu gab es verschiedene Gesetzesinitiativen, verschiedene, vor allem ganz stark auch Technologieentwicklung. EU-Forschung hat er massiv in den letzten 15 Jahren hinein investiert in diese Vorstellung einer Smart Border, die auch wissenschaftlich auf der anderen Seite auch immer wieder gezeigt wurde, dass die sehr schwierig durchzusetzen ist, weil Technik auch immer anfällig ist und alle Versuche in Kanada und in den USA Smart Border Devices zu schaffen, waren letztendlich sehr, sehr krisenanfällig. Und trotzdem hat die alte Kommission vor allem auch hier drauf gesetzt. Viertens, und das ist dann auch was in den Border Studies sehr stiefmütterlich bisher sich angeschaut wurde, ist der Zusammenhang zwischen den Außengrenzen und eben einem internen Mobilitätsregime, einem internen Versuch, Mobilitäten von sogenannten Drittstaatsangehörigen zu kontrollieren, zu immobilisieren, wenn sie schon über die Grenze kommen. Das ist das Dublin-System, die Dublin-Verordnung und das zugehörige Datensystem Eurodac und auch Asyl. Das zieht sich auch durch
durch die Geschichte des Schengen-Prozesses und der Europäischen Union, dass sie sich immer wieder darauf geeinigt hat, dass das Asylsystem das zentrale System ist, wie internationale Mobilität vor Ort reguliert werden soll. Was, wie wir gehört haben, auch schwierig ist, weil sozusagen die Einwanderung immer wieder hinten runtergefallen ist und deswegen auch keine anderen legalen Wege geöffnet wurden. Und fünftens, was wir vor allem seit 2011, 2013 beschreiben können, ist eine, und das ist eben schon was, wo Grenze nicht immer nur Grenze ist und selbst die europäische Schengen-Außengrenze nicht immer die gleiche bleibt, sondern wo wir ganz deutlich sehen können, 2013 zwei große Schiffsunglücke vor Lampedusa haben plötzlich sozusagen einen Paradigmenwechsel einleiten können, dass doch die Rettung vor der Grenzsicherung geht, dem sich dann selbst die NATO und auch Frontex eine Zeit lang unterwerfen mussten, dass eben im Mittelmeer gerettet wurde. Also dass das Mittelmeer wieder zu einem Grab wurde, wo ganz klar ist, dass Leute absaufen, das ist eigentlich ein Bruch mit dieser Tendenz, die es in den letzten Jahren gegeben hat, wo Sie alle wissen, dass am Schluss 10 zivilgesellschaftliche Schiffe im Mittelmeer unterwegs waren, Flugzeuge von zivilgesellschaftlichen Organisationen im Verbund mit NATO und Frontex und den nationalen Seenotrettungsflotten, die dort waren und gerettet haben. Dieses Paradigma beschreibt William Walter als die humanitäre Grenze. Wir sehen das auch auf anderen Ebenen, wo vor allem auch der Europäische Gerichtshof dazu beigetragen hat, dass die Grenze in der Tat vielleicht ein bisschen demokratischer wurde im Sinne, dass sie verrechtlicht wurde, dass sie kontrollierbar und transparenter wurde. Wie lässt sich nun das Post-2015-Grenzregime charakterisieren? Ach, das ist ein schönes Bild, oder es sind zwei schöne Bilder aus unserer langen Forschungsgeschichte zu den südeuropäischen Außengrenzen, die meiner Meinung nach ganz gut dieses alte Grenzregime zeigen, was immer Löcher hatte, Löcher haben sollte, also wo es in der Tat ein fluideres Grenzgeschehen gab und wie wir gehört haben, höchst umkämpft war, so haben sich die Grenzräume auch immer in dieser Wechselwirkungsverhältnis herausgeschält zwischen den Praktiken der Migration und der Kontrolle. Doch wie sieht das neue Post-2015-Grenzregime aus? Die verschiedenen Tendenzen und Dynamiken, welche neuen Konjunkturen lassen sich beschreiben? Was sich grundsätzlich sagen lässt, ist, dass sich noch kein homogen neues Regime herausgebildet hat. Vielmehr die Entwicklungen höchst uneinheitlich sind, sich teils auch widersprechen und teils sozusagen der Widerspruch in den Ministerien und den Abteilungen im Bundesinnenministerium oder auf der Landesinnenministerseite zum Beispiel sich auch finden lässt. Vor allem ist alles hochdynamisch und im Fluss und stellt sich das neu konstituierende Regime auch nie, und das sozusagen das auch deutlich zu machen, nie als völliger Bruch mit bisherigen Strategien dar. Vielmehr wurde nach 2015 trotz des Scheiterns des bisherigen wieder ganz tief in die Mottenkiste gegriffen und trotz aller Widersprüche und handfester Konflikte zwischen EU-Staaten sowie zwischen EU-Staaten und der Kommission, welche bis heute eigentlich eine Lösung zum Beispiel des Dublin-Problems blockieren, wird trotz oder aufgrund dieser Konflikte als kleinster gemeinsamer Nenner weiter massiv forciert auf Externalisierung zum einen gesetzt und zum anderen sehr stark wieder auf den Grundmodus der Versicherheitlichung. Dennoch lässt sich aber auch andererseits trotz stark gesunkener Flüchtlingszahlen in Kerneuropa nicht davon sprechen, dass mit der offiziell verlautbaren Schließung der Balkanroute und des Deals, der verschiedenen Deals mit der Türkei oder Libyen, die Migration wirklich zum Erliegen kam. Vielmehr finden auf den Inseln, auf den griechischen Inseln, weite Anlandungen statt und seit letztem Sommer wieder verstärkt. Und die Transitmigration auch auf dem Balkan ist nicht zum Erliegen gekommen. Auch die Anlandungen zum Beispiel neuerdings steigen wieder Richtung Spanien. Was sich sicherlich mit all den im Folgenden von mir beschriebenen neueren Tendenzen massiv verändert hat, ist, dass wir wieder den klandestinen Zustand von vor 2015 erreicht haben, welcher die Fluchtmigranten massiv von Schmugglern und Schleusern abhängig macht,
wo eine Flucht wieder extrem teuer ist, extrem gefährlich und extrem lange dauert. Und das eben nicht die Schuld der kriminellen Banden ist, wie immer wieder dargestellt wird, sondern die kriminellen Banden erst dieses Geschäftsmodell haben können, weil die Flucht illegalisiert und kriminalisiert wird. Das ist das Ergebnis der oben gelobten EU-Strategien der Migrationsverhinderung, wie es Grenzstudien seit 20 Jahren und länger deutlich machen, dass derartige protected, also in die Länge gezogene, zeitlich über Jahrzehnte teilweise gedehnte Migrationsprojekte, die Leben und Humankapital, wenn man so will, stark vernutzen, die direkte Folge dieser auf Verhinderung setzenden EU-Grenzpolitik darstellt. Die Sahelzone, der Tod in der Sahelzone ist hausgemacht, erst seitdem die G5-Gruppe unter Aufrüstung von Deutschland und Frankreich dort in der Tat Grenzpolitik und Grenzkontrollen eingeführt hat, sind die Zahlen im Steigen. Auch die Gender-Aspekte dieser Verschärfungspolitik sind mittlerweile gut aufgearbeitet, sodass das Hohelied auf Gendergerechtigkeit deutscher Politiker in meinen Ohren nur noch Hohn ist. Denn die Schließung der Balkanroute fand zu einer Zeit statt, als das erste Mal in der jüngeren europäischen Geschichte der Frauen- und Kinderanteil hochging und fast über 50% erreichte. Sie waren es und sie sind es auch, die die Schließung und die haarsträubenden Zustände in den Hotspot-Lagern auf den griechischen Inseln besonders trifft. Nach unserer letzten Forschung an den Außengrenzen haben die verschiedenen von uns beobachteten Entwicklungen und Praktiken dann auch als eine hybride militärisch-humanitaristische Assemblage beschrieben. Auch aus Ermangelung eines besseren Konzepts, welches in der Lage wäre, das Neben- und Ineinandergreifen von humanitaristischen Praktiken des Helfens und Logiken sowie die forcierte Versicherheitlichung und Remilitarisierung von Grenzräumen und Grenzkontrolltätigkeiten zu beschreiben. Dabei habe ich bereits den grundlegenden Modus der Restabilisierung kurz angesprochen, der mancherorts bis heute noch politikbestimmend ist, beziehungsweise der bis heute, wie bereits angesprochen, massive Auswirkungen hat, nämlich das Regieren der Situation 2015 im Namen einer großen Krisenerzählung, die, wie es auch die kritische Humanitarismusforschung beschreibt, ein exzeptionelles Regieren, ein Regieren im Modus des Notfalls und des Notstandes erlaubt, welches möglich macht, Recht und Gesetz zu biegen und zu beugen, zu unterlaufen, für nicht gültig zu erklären, beziehungsweise als zu sperrig gänzlich abzuschaffen und dafür andere ad hoc gegebene Praktiken zu etablieren, was Elizabeth Dunn als Politikmodus der Adhocracy beschrieben hat. Dabei zeigt sich, dass derartige aus der Not erfundene Praktiken sich durchaus fest etablieren können und vor Ort ersonnene Politiken sich später bis auf EU-Ebene wiederfinden. So ist zu befürchten, dass die ganzen Verfahrensprozeduren und Konzepte, die den Zugang zu Asyl- und Schutzsystemen für immer mehr Gruppen versperren, durch dem Asylverfahren vor- oder nachgeschaltete, mehr oder weniger willkürliche Definitionen von sicheren Drittstaaten und Herkunftsländern, von Flüchtlingen mit und ohne Bleibeperspektive, von Zulässigkeitsprüfungen und einem willkürlichen Absenken von Schutzstandards, wie zum Beispiel die Aussetzung des Rechts auf Familienzusammenführung für Flüchtlinge mit subsidiärem Status in Deutschland, dass all diese Maßnahmen und Praktiken auf Verfahrensebene sich alsbald in Gesetzen und EU-Richtlinien wiederfinden werden. In diesem Sinne lässt sich von einem massiven Zurückdrängen der Verrechtlichung der letzten Jahre sprechen. Die humanitäre Grenze à la William Walters scheint derzeit stark in die Defensive geraten zu sein. Neben diesem sehr grundlegenden Politikmodus lassen sich 7 weitere neue Tendenzen und Dynamiken beobachten. Wir haben jetzt schon öfters von einer Renationalisierung gehört, aber was ich glaube, ist das Besondere dieser Renationalisierung, ist, dass wir auch eine Remilitarisierung von Grenzräumen und Kontrollpraktiken haben. Und dabei ist Ungarn nur die provokativste Spitze des Eisbergs. Der beschworene Notstand und der temporäre Kontrollverlust hat in vielen Ländern dazu geführt, dass das Militär oftmals wieder zur Unterstützung an die Grenze gerufen wurde und mancherorts gänzlich die Infrastruktur übernommen hat, wie zum Beispiel in Griechenland. Dies hat vor allem in Südosteuropa dazu geführt, dass zunehmend die Borderscapes, also die Grenzräume, zu mehr oder weniger antidemokratischen Räumen wurden, in denen die Geltung des Rechts nicht mehr so sicher ist, bestimmt durch neue militärisch-polizeilich-mafiöse und faschistische Figurationen,
Besten Beispiel ist sicherlich die sogenannte libysche Küstenwache, aber auch entlang der türkisch-griechischen Landesgrenze oder der bulgarisch-türkischen Landesgrenze lassen sich derartige Konstellationen beobachten, wo Bürgerwehren, faschistische Gruppen wie die Goldenen Morgenröte zusammen mit Grenzschützern, gedeckt von Frontex, Jagd auf Migrantinnen machen. Und auch in Österreich hat eine neue paramilitärische Grenzschutztruppe aus der Taufe gehoben. Diese Renationalisierung ist auch von einer massiven Materialisierung der Grenze begleitet, wie wir es auch schon von Julia Schulze-Wessel gehört haben, im Sinne neuer, sehr handfester und sichtbarer Kontrollinfrastrukturen in Gestalt eben nicht nur von Zäunen, sondern auch von Hunden und anderen Hardwares und vor allem Camps. Das hier ist eines der zwei einzigen Möglichkeiten, aus Serbien noch nach Schengen-Europa zu kommen, nämlich in Ungarn, die sogenannte Schleuse zur Transitzone. Die Smart Border, die sich versteckt und nur noch situativ in Erscheinung tritt, gehört an vielen Grenzabschnitten der Vergangenheit an. Wobei auch hier wieder die doppelte Zaunanlage Ungarns, habe ich ein neues Bild? Nein. Die doppelte Zaunanlage Ungarns, denn Ungarn zieht mittlerweile den zweiten Zaun hoch, weil der erste deutlich eben nicht in der Lage ist, Migration abzuwehren gänzlich. Ohne Gleichen bleibt, doch wie gesagt, sein Vorbild letztlich auch in der Befestigung von Ceuta Melilla hat, wie wir es gesehen haben, auch in dem schönen ikonografischen Bild eben dieses Golfplatzes auf der einen Seite und der subsaharischen Migrantinnen, die über die Zaunanlage klettern. In diesem Sinne lässt sich derzeit eher wieder statt von einer Smart, von einer Hard Border sprechen und von einem Hardening der Grenze. Das hier ist nur auch ein anderes Beispiel für diese neuen Kontrollinfrastrukturen. Das ist ein Flowchart, wie sich die EU-Funktionäre und Grenztechnokraten das Hotspot-System vorstellen. Aber wieder dieser sehr glatten Vorstellung, diese Flowchart vermittelt, ist ganz im Gegenteil letztendlich von einer Brutalisierung der Grenze zu sprechen. Dabei überlagern sich hier öffentlichkeitswirksame, inszenierte staatliche Strategien, wie die erklärte Left-to-Die-Politik der Lega-Nord-Regierung Italien bezüglich des Mittelmeers, mit einer Frontier-Mentalität von Grenzschutztruppen, die durchaus staatlich gedeckt ist und die zu systematischen Rechtsverstößen führt, wie die systematische Praxis von Pushbacks und in Ausmaß interpersonaler Gewalt, wie sie unzählige Reports nicht nur für die Evros-Region, also die deutsch-türkische Grenze, sondern mittlerweile auch für die bulgarische, die kroatische und die ungarische Grenze dokumentieren. Das hier ist eine Webseite von Kolleginnen von uns, Border Violence, die gerade an der bosnisch-kroatischen Grenze seit einem halben Jahr sehr systematisch derartige Pushbacks-Aktionen und Gewalteinsätze mit dieser interaktiven Karte dokumentieren. Dieses nekropolitische Border Spectacle stellt eine Radikalisierung der Macht des Tötens und des Ausschlusses dar, welche in den Grenzräumen bereits angelegt war, die jedoch durch Verrechtlichungsprozesse in den letzten Jahren stark eingehegt wurde. Dies zeigt aber vor allem auch, dass der beste Zaun seine Ausgaben nicht wert ist und dahinter immer noch Hunde und Pfeffergas und Schlagstöcke notwendig sind, um den Abschreckungscharakter durchzusetzen. All diese Abschottungs- und Versicherheitlichungstendenzen mit Militär- und materialen Kontrollinfrastrukturen sind begleitet von einem massenhaften Encampment bzw. einer Campisation der Unterbringungsinfrastrukturen, welche bisher in Europa in Größe und Umfang unbekannt war und von der internationalen Camp Studies bislang vor allem für den globalen Süden als vom UNHCR verwaltete Massenlager als Stadtlager beschrieben wurden. Michel Achier, wir hatten vorhin schon den Band von seinem wunderbaren Buch gesehen, sicherlich einer der großen empirischen Lagerforscher, hat das europäische und deutsche Unterbringungssystem bisher als Transit-Camps beschrieben, also in seiner Funktion eher da, um einen Asylprozess zu kontrollieren und eher auf Temporarität ausgelegt. Derzeit sehen wir einen anderen Prozess mit der Einrichtung der Hotspots.
der sogenannten Transitzone an der ungarischen Grenze oder auch der Ankerzentren in Deutschland. So werden immer mehr Gruppen entlang des gesamten Dauer ihres Verfahrens kaserniert und in halbgeschlossenen Einrichtungen zur Produktion ihrer Abschiebbarkeit, wobei auch Formen der Detention, der Haft ausgedehnt werden. Was Forscher von einem differenziellen Detention-Regime sprechen lässt. Also es geht nicht mehr um Integration in die Gesellschaften, dafür sind nicht mehr die unterschiedlichen Lagertypen da, sondern es geht darum, eigentlich unterschiedlich in Haftnahme, Kontrollnahme die Abschiebbarkeit herzustellen. Nachdem sich die Abschiebung aber trotzdem oftmals nicht durchsetzen lässt, beziehungsweise oftmals Geflüchtete gar nicht bis dahin kommen, überhaupt ein Asylverfahren in diesen geschlossenen und halbgeschlossenen Einrichtungen zu stellen, scheinen Camps auch in Europa die Funktion der von der Gesellschaft regierten Verwahrung zu bekommen, ohne Perspektive auf Integration in die betreffenden Gesellschaften. Was wir doch in den Border Studies gewahr werden müssen, ist, wie die Camps die Grenze bis in das Innere der Gesellschaft hineintragen und auch in dem Inneren der Gesellschaft wieder neue extralegale Räume produzieren. Insofern führen diese Prozesse, und da würde ich sozusagen der Beschreibung von Gesine Schwan eigentlich noch diese Beschreibung radikalisieren, denn die Grenze hat in der Tat was Demokratie direkt Untergrabendes. Insgesamt sind nämlich all diese Prozesse der Renationalisierung, der Rematerialisierung, der Entrechtlichung und Brutalisierung der Grenzsäume sowie des massenhaften Encampments aufs Engste verknüpft mit rechten, nationalistischen, rassistischen und autoritären Regierungsformen und ideologischen Konstellationen, welche die Grenze inmitten der Gesellschaften trägt. Der Aufwind für rechte, autoritäre, antidemokratisch-hegemoniale Strömungen in ganz Europa ist als ein Ergebnis dieser Konstellation zu sehen und macht deutlich, dass eine derartige Versicherheitlichung, ein derartiges Hardening of Borders am besten mit antidemokratischen, autoritären Regimen zu haben ist. In diesem Sinne untergräbt die EU-europäische Grenzpolitik der letzten Jahre im ganzen Südosten Europas und weit darüber hinaus die jungen und noch zarten Demokratisierungsbewegungen in den Gesellschaften. Und meiner Meinung nach ist das das Dramatischste auf dem ganzen Balkan, dass genau sozusagen die ganze Remilitarisierung und Renationalisierung eigentlich die Demokratiebewegung in Kroatien, in Serbien, in Mazedonien, in Bulgarien massiv auch einer Kriminalisierung freigibt und die Räume, die demokratischen Räume noch massiv einengt. Grenze entpuppt sich hiermit aufs Neue und in verschärfter Weise als Grenze der Demokratie in einem bisschen anders gelagerten Sinn, aber auch hier wieder Etienne Balibar zu zitieren. Und damit komme ich auch schon zum Schluss. All dies, und damit überspringe ich das hier, all dies hat schließlich und hiermit, wie gesagt, zum letzten Punkt, nicht geahnte Fragmentierungsprozesse des europäischen Raums, beigetragen, hinsichtlich der von Teilen der EU ja durchaus betriebenen Idee gleicher Rechtsstandards und Rechtspraktiken. Also was ich damit vor allem sagen will, ist, auch wenn die Border Studies und wenn es in der Tat so ist, dass massiv forciert externalisiert wird, aber das 2015 Grenzregime und die Tendenzen machen vor allem auch was mit dem binnen-EU-europäischen Raum. Das sind Internalisierungsprozesse. Der Begriff hinkt, aber es sind sozusagen Prozesse und Dynamiken, die was mit dem europäischen Raum machen. Da ist auf der einen Seite die Türkei, die durch den EU-Deal nahezu Europas erster rechtsverbindliche Bufferzone wurde, wobei hierdurch nicht der Genfer Flüchtlingskonvention zum Durchbruch verholfen wurde. Ganz im Gegenteil hat der Deal zu einer Schließung des Asylwegs über den UNHCR beigetragen, geschlossen aus Überlastung. Und syrische Geflüchtete werden sowieso nicht mehr ins Asyl zugelassen, sondern werden unter einem Temporary Protection Regime gefasst, mit dem sozusagen systematischen Ausschluss aus dem Asyl.
Dann haben wir geografisch gesehen mit den griechischen Inseln die nächste besondere rechtliche Zone, wobei der EU-Türkei-Deal eher als EU-Griechenland-Deal bezeichnet werden sollte, da der Deal zusammen mit den Hotspots die Inseln aus der griechischen Jurisdiktion herausgelöst hat und eine Special Legal Zone verwandelt hat und hiermit eine Insellösung ähnlich der Australiens mit Nauru implementiert hat. Das führt vor allem dazu, dass die Inseln regelrecht volllaufen und die Lebensumstände in den ausufernden Hotspots letztendlich immer dramatischer werden. Doch auch das griechische Festland wurde mit dem EU-Türkei-Deal und der EU-Griechenland-Hilfe unter tatkräftiger Beteiligung des UNHCRs in ein besonderes Rückhaltebecken der Fluchtmigrationsbewegung unter transnationaler Governance, ähnlich wie im Rahmen der Finanzkrise, verwandelt und vor allem ein humanitaristisches, charity-basiertes Regime der Notverwaltung dort implementiert. Dann kommen wir zum Balkan, der sowieso schon durch sehr unterschiedliche Verhältnisse zur EU gekennzeichnet ist. Und wir haben ja im Vortrag von Herrn Lange, wie ich auch gehört, wie der Balkan ganz besonders sozusagen in der europäischen Geschichte mit Homogenität und Heterogenität befasst war. Ich würde nur sagen, dass wir da noch mal viel differenzierter schauen müssen, weil die Länder ganz unterschiedlich sozusagen seit 2015 damit umgehen und auf die Krise reagiert haben. Denn während zum Beispiel Serbien, was ja noch nicht mal der Beitrittsprozess eröffnet wurde, sehr gewährend mit der Transitmigration umgeht und eher Strukturen der Ermöglichung sogar geschaffen hat, auch mit den Camps, tun sich ja die EU-Mitgliedsländer, aber nur nicht Schengen-Länder, vor allem wie Kroatien, gerade besonders hervor, als europäischer Grenzwächter zu fungieren, unter systematischen Rechtsverstößen, wie ich schon sagte, durch die Pushback-Praxis, die auch weitgehend dokumentiert sind. Abschließend lässt sich zusammenfassen: Europa von den Grenzräumen aus gedacht, stellt sich gerade als ein recht höchst fragmentierter, prekär werdender Raum dar, gekennzeichnet durch neue, ins Innere hineinreichende Verwerfungen, in denen sich Renationalisierung und auf der anderen Seite eine forcierte Europäisierung, wie im Falle der Hotspots und Griechenlands, aber auch eine Remilitarisierung und auf der anderen Seite ein relativ groß gewordener humanitärer Sektor sich sehr uneindeutig überlagern. Unter dem Strich bedeuten die beschriebenen Tendenzen einen erhöhten Abbau von Rechten, egal in welche Richtung, und eine Rückkehr systematischer offener Gewalt in den Grenzräumen, was zu einer erheblichen rechtlichen Prekarisierung und zu einer erhöhten Zirkulation der Migration beiträgt. Denn all diese Maßnahmen führen zu einem nicht, was sie eigentlich vorhaben, Migration einzudämmen, sondern wir sehen, wie in diesen Grenzräumen höchst prekär, höchst mobil zirkuliert wird, immer auf der Suche, wie du schon so schön beschrieben hast, nach einer Möglichkeit, ein neues Gerücht aufschnappen, eine neue Infrastruktur austesten, beziehungsweise sich wieder in ein Lager zu begeben, wo man weiß, dass eine NGO da ist, die einem die Wunden vernäht, um sich wieder neu fit zu machen auf den nächsten Walk an die Grenze. Herzlichen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Hess, für diesen sehr interessanten, wenn auch etwas ernüchternden Vortrag über die Außengrenzen Europas. Wir sind heute Mittag und Veronique Zanetti hatte das nochmal in Erinnerung gerufen, von der Doppeldynamik Europas ausgegangen, der Entgrenzung einerseits, der Aufhebung der Grenzen innerhalb der Mitgliedstaaten und der Grenzziehungen, sehr dezidierten Grenzziehungen andererseits, die wir in verschiedenen Vorträgen und auch bei der Podiumsdiskussion beleuchtet haben. Sie haben das jetzt aufgegriffen. Ich möchte auch eigentlich nur auf einen Punkt eingehen und meinen Vorgängern es gleich tun, nicht länger als 5 Minuten hier in Anspruch zu nehmen, da wir jetzt auch schon fortgeschritten sind in der Zeit. Sie haben zum einen
den Punkt gemacht, dass es ein neues analytisches Beschreibungsinstrumentarium braucht. Und dazu treten Sie an mit Ihren unterschiedlichen Projekten. Und zum anderen haben Sie die Grenzziehungsproblematik aus politischer Sicht jetzt vor allen Dingen an den Außengrenzen, den südeuropäischen Außengrenzen der EU deutlich gemacht und mit dem Begriff des Post-2015-Grenzregimes belegt. Was Sie als hybride militärisch-humanitaristische Assemblage beschrieben haben, ist gekennzeichnet durch das Ineinandergreifen unterschiedlicher Praktiken, die aber doch eigentlich in eine Stoßrichtung gehen. Also das eine ist die Emergenz sprachlicher Beschreibungssemantiken wie Festungsmetaphoriken oder Schließungskonzepte, dann die Konjunkturen von Prozessen der Renationalisierung und der gleichzeitigen Remilitarisierung, die Schaffung von Borderscapes als antidemokratischen Räumen, die Materialisierung von Grenzen in Form von Zäunen oder anderen Apparaturen, sage ich mal im weitesten Sinne, die Politik des massenhaften Encampments, all das konvergiert in einer Vielzahl von Praktiken, die dominant auf Prozesse einer Grenzziehung hinauslaufen, die, wie das Gesine Schwan ja auch hervorgehoben hat, letzten Endes sich mit einer Todespolitik verbinden, mit rechten, nationalistischen, rassistischen, autoritären Regierungsformen. Das heißt, zusammengefasst kann man sagen, das Post-2015-Grenzregime ist ein solches, das auf einer sehr ein- und ausgrenzenden, abschließenden Grenzziehungsprozedur beruht, die in unterschiedlichen Praktiken konkrete Gestalt annimmt. Das haben Sie auf analytischer Ebene, wenn ich es richtig verstanden habe, mit zwei Konzepten beschrieben. Einmal mit einer Art topologisch-politischer Grenzziehung, die Grenze der Demokratie erfasst, also das, was hier an Grenzziehung zur Sicherung der Außengrenzen inszeniert wird, betrifft dann letzten Endes nach innen eine Grenzziehung, die eigentlich, wir haben das an den Menschenrechten und an anderen Problemen vorhin schon fokussiert, die eigentlich auf die liminale Grenzform der demokratischen Gesellschaftsform selbst zurückgeht, also diese bedroht in gewisser Weise. Und zum anderen mit der schon erwähnten Nekropolitik, die ich sehen würde in einer Linie der Radikalisierung Foucault'scher Gedanken zur Disziplinar- und Überwachungsgesellschaft, zu Einschlussmilieus, in die Körper eingebunden sind, bis hin zu Agambens Theorie des Ausnahmezustands, die ja bekanntlich ein Grenzdenken im Sinne eines Grenzüberschreitungs, aber auch Abgrenzungsdenkens voraussetzt, bei der das Ausgegrenzte mit hineingenommen wird, aber bei der auch das Prekäre sozusagen im Vordergrund steht. Die Frage, die sich mir stellt, ist, das ist auch dann eine echte Frage, es ist vielleicht mehr eine Frage als ein Kommentar, ob man, wenn man sich Gedanken macht über das analytische Begriffsinstrumentarium und die Kategorien, in denen man solche Grenzziehungsprozesse erfasst, ob man nicht auch die andere Seite des Border Thinking oder Border Land Thinking mit hineinnehmen sollte, also die Frage nach der produktiven Seite von Grenzziehungsprozessen. Sie selbst haben das am Anfang angedeutet, dass man sozusagen die Kreativität von Grenzziehungen auch so beschreiben kann, dass die Konstitution Europas sozusagen aus der Grenze entsteht. Aber das ist dann eine prekäre Konstitution, die Fragmentierung, das, was Sie am Schluss genannt haben. Ich nehme mal, also man kann es auf theoretischer Ebene durchspielen. Es gibt eine ganze Reihe von Grenzdenkansätzen, die bei Frau Schulze-Wessel zum Teil auch angeklungen sind, aus unterschiedlichsten Richtungen, ob das jetzt Gedanken zur Kontrollgesellschaft sind, die unter im Zeichen der Informationsgesellschaft die Disziplinargesellschaft ablösen, ob das Gedanken sind, wie sie etwa von Jürgen Osterhammel formuliert wurden, der unterschiedliche Grenzen, gerade mit Blick auf die Expansion Europas, abgegrenzt hat und sagt, es gibt Grenzzonen, also im Sinne der Grenzräume, die Frau Schulze-Wessels auch Wessel auch angesprochen hat, oder Demarkationslinien, es gibt statische und dynamische Grenzen.
Und vielleicht ein Beispiel aus dem lateinamerikanischen Raum und dem postkolonialen Denken, gerade der Grenzraum zwischen Mexiko und den USA, der ja nun ganz stark durch eine solche rigide Grenzziehung mit Todesfolge, einkalkulierter Todesfolge gekennzeichnet ist, ist in den vergangenen Jahren eigentlich zu einem Katalysator für ein Grenzdenken geworden, das auf die Produktivität der Grenze abhebt und auf die Dynamik von solchen Grenzräumen. In dem Sinne etwa, dass durch das Zusammenwirken politischer, sozialer, epistemischer, kultureller, religiöser, ethnischer, aber auch ästhetischer Praktiken etwa neue Aushandlungsprozesse ermöglicht werden in diesen Grenzzonen, die zum einen zu neuen Konstitutionsformen von Identitäten führen können, die dann natürlich der Homogenität des Nationalstaates etwas anderes entgegensetzen. Hier werden Stichworte wie Hybridisierung etwa oder Kreolisierung zu nennen und zum anderen aber auch neue Wissensformen generieren, gewissermaßen die Diversität an die Stelle der Homogenität setzen. Die Frage wäre jetzt, ob nicht auch in Europa solche Prozesse jetzt in Gang gesetzt werden durch Grenzziehungen an den Außengrenzen und ob man das nicht auch mit in den Blick nehmen könnte und mit betrachten könnte, was sozusagen an neuen Wissensformen, an diversen Identitäten, neuen Aushandlungsprozessen auch in Gang gesetzt wird, möglicherweise. Herzlichen Dank, dass Sie mich immer wieder daran erinnern, dass doch nicht alles verloren ist. Und in der Tat fällt es mir in der Tat immer schwer, wenn ich mit meinem ethnografisch-empirischen Material mir das wieder vornehme, für solche Vorträge natürlich auch immer wieder, müsste ich eigentlich mit jedem dritten Satz zumindest die andere Seite aufrechterhalten, nämlich, dass 2015 bis heute, und ich glaube, ich habe das eingangs gesagt, eine unglaubliche transnationale Zivilgesellschaft bis nach Mali, bis nach Libyen. Wir haben gerade Kontakte zu Gruppen in Niger, in Benin. Entlang des Tschads bildet sich gerade ein Alarmphone Westsahara. Also überall, wo sozusagen das europäische Grenzregime mit den Praktiken des Todes kommt, gibt es in den Gesellschaften, auch in Libyen, trotz aller Kriminalisierung, trotz aller Drohungen, in Marokko auch, trotz aller Drohungen, dieser kleinen zivilgesellschaftlichen und auch größeren NGO-organisierten Gruppen gibt es eben Menschen, die sich weiterhin für eine sichere Reise einsetzen, die sich weiterhin für die Würde dieser Menschen einsetzen. Auch die Caritas Deutschland verteilt in Marokko Decken an die Leute, die über diese Zäune klettern und versucht danach, die Wunden notdürftig zu verheilen. Ärzte ohne Grenzen ist eine unglaublich tolle Organisation, die in Bosnien, in Kroatien, in Serbien damit beiträgt, nicht nur, dass die Menschen, die sozusagen systematisch von kroatischen und ungarischen Hunden und Grenzern geschlagen werden, gebissen werden. Und ich habe diese Wunden gesehen. Da bleibt mir eigentlich nicht wirklich viel Sinn noch zur Kreativität, das muss ich auch sagen. Und andererseits dennoch, auch wie gesagt dort in Bosnien gerade, in den hohen klimatischen, in den Bergen, tut sich eine sehr, sehr arme bosnische Gesellschaft formieren mit internationaler Unterstützung und bauen da wieder Küchen auf, bauen Notbehelfe auf, wo das Rote Kreuz versagt, wo der UNHCR versagt und wo regelmäßig sozusagen die institutionalisierten Strukturen bis heute immer wieder versagen. Von daher ja, diese Grenzräume sind voll von mutiger, junger Menschen. Und wenn Sie die Gelegenheit haben, mit Leuten, die auf diesen Schiffen mitfahren, zu sprechen, ich muss sagen, ich habe immer wieder vollen Respekt für die Leute, weil sie gehen das Risiko ein, sofort sozusagen von Salvini mit einem Strafprozess überzogen zu werden. Meine PhDs, meine Doktoranden, die auf Lesbos forschen, die gehen das Risiko ein, dass sie auch von der linken Regierung Syriza mit Prozessen überzogen wird, als Schlepper, als Schleuser, als Unterstützer illegalen Aufenthalts. Es sind diese mutigen Leute, die in der Tat an einem
anderen Europa, in einem hybriden, postnationalen, postkolonialen Europa, denn darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Bisher haben wir sehr, sehr eurozentristisch, meiner Meinung nach, über Grenze gesprochen. Europa steht natürlich auch im Titel, aber Grenze aus einer afrikanischen Position, das muss ich immer wieder lernen, ist ganz anders historisch, ist ganz anders bisher erfahrbar gewesen, selbst nach der Kongo-Konferenz ist Grenze bis vor kurzem noch durchlässig gewesen. Jetzt wird Grenze, und zwar die kolonialen Grenzen, werden sozusagen jetzt hart gezogen, mit massiven Auswirkungen auf die Kleinökonomie, auf den Kleinhandel, auf die Subsistenz. Also genau das, was uns die EU eigentlich weismachen will, dass sie mit ihrer Fluchtursachenbekämpfung sozusagen verändert. Ja, und trotzdem glaube ich, ist es auch unsere Pflicht als Wissenschaftler, auf das andere hinzuweisen, denn gerade für NGOs, wenn man nach Ungarn schaut, eine juristische Unterstützung für Asylsuchende steht unter Strafe. Das heißt, eigentlich können in Ungarn nur noch Wissenschaftlerinnen halbwegs sich bewegen. Und wir bilden auch für viele Gruppen in Bosnien und in Serbien oder in Libyen auch ein Stück weit einen Schutz, wenn wir uns als Wissenschaftler in den Räumen bewegen und mit NGOs kollaborieren und zusammenarbeiten. Von daher glaube ich schon, ist das auch unsere Pflicht, die wir noch die Möglichkeit haben, frei zu reisen und hin und her zu fahren, auch auf diese anderen Tendenzen gerade jetzt hinzuweisen, nachdem eigentlich diese Grenzräume immer weiter auch aus einer medialen Öffentlichkeit verschwinden.